Okay, du hast dieses Video angeklickt, weil du sehen möchtest, wie ich dieses Produktvideo in diesem Apple-Commercial-Stil in DaVinci Resolve gemacht habe. Wir haben viel vor und es gibt so ein, zwei Besonderheiten, die ich dir unbedingt zeigen möchte. Daher, lass uns direkt loslegen. Was so ein Apple-Commercial bzw. so ein Apple-Teaser wirklich ausmacht, ist dieser positive Vibe, der einen irgendwie mitreißt. Daher habe ich als allererstes nach einem Musikstück gesucht, was irgendwie in diese Apple-Kategorie passt. Hat auch nur lächerliche 4 Stunden oder so gedauert. Kennst du das Problem, wenn man viel zu lange nach einem guten Musikstück sucht? Schreib mal gerne an ich in die Kommentare, wenn es dir auch so geht. Nachdem ich das Musikstück dann in eine 30-Sekunden-Version geschnitten habe, habe ich etwas gemacht, wo ich wirklich überlegt habe, ob ich dir das überhaupt zeige. Denn ehrlich gesagt ist das ein bisschen weird. Denn in einer Apple-Werbung ist es oft so, dass die Animation vom Timing her sehr stark an die Musik angepasst ist. Und um schon mal so ein leichtes Gefühl dafür zu bekommen, wie die Animationen später sein werden, habe ich die Bilder, die ich hier in diesem Storyboard angefertigt hatte, abfotografiert und schon mal ganz leicht animiert. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. Sagen wir, man braucht ein bisschen Fantasie, um sich das fertige Werk darin vorstellen zu können. Aber für das, wofür ich es gebraucht hatte, war es ideal, weil ich mir jetzt genau vorstellen konnte, zu welchem Timing ich welche Animation brauche. Das heißt, ich konnte jetzt mit der Animation loslegen. Das Wichtigste war, dass ich mich zuerst an die Aufnahmen setze, die ich immer wieder brauche, nämlich die Greenscreen-Sachen. Die ganzen Aufnahmen habe ich dann erstmal so zurechtgeschnitten, dass sie sich perfekt loopen. Das heißt, dass das Anfangs- und Endbild identisch ist. Und damit kann ich dann direkt zur Fusion-Page wechseln. Und damit haben wir dann unser Material hier und unseren Output. Das allererste, was natürlich gemacht werden musste, war den Hintergrund, also den Greenscreen auszukeyen. Dazu habe ich mir mit Shift-Leertaste eine Ultra-Keyer-Note geholt. Und hier als Background-Color mit der Pipette den Hintergrund ausgewählt. Damit kann ich den Großteil des Hintergrunds ausschneiden. Es fehlt eigentlich nur noch das Glas und der Drehteller. Und glücklicherweise kann man genau dafür eine Garbage-Map benutzen. Dazu holst du dir als erstes hier eine Polygon-Node und erstellst eine Maske genau um den Bereich, den du ausschneiden möchtest. Das Ganze muss dann nur noch über die Zeit hinweg angepasst werden, also mit Keyframes animiert werden, damit die Maske hier unten immer genau an der Kante des Lautsprechers bleibt. Diese Polygon-Node kann man dann in den Input der Garbage-Map von dem Ultra-Keyer packen. Und schon haben wir nur noch den Bluetooth-Lautsprecher, der sich im nichts rotiert. Aber wenn man den Clip mal so ein bisschen vorspult, dann sieht man, dass die Rotation nicht ganz sauber ist, da es so ein bisschen hin und her wackelt. Dazu hole ich mir eine Transform-Node und möchte sowohl die Position, die Rotation als auch die Größe animieren. Also Center, Size und Angle. Um aber noch einen Referenzpunkt zu bekommen, an dem ich das ausrichte, habe ich mir ein Rectangle hier gebaut, was ich hier einmal anzeigen lassen kann. Und daran kann ich dann die Position und die Rotation anpassen, damit das überall möglichst einheitlich ist. Am Ende kann das dann auch wieder gelöscht werden. Und schon habe ich mein allererstes Greenscreen-Element so vorbereitet, dass ich es später gut verwenden kann. Und exakt das gleiche habe ich auch mit den anderen Clips hier gemacht. Und damit konnte ich mich dann an die allererste Einstellung setzen. Das ist der Clip, den ich mit Drancer gedreht hatte, wo ich von hinten das Produkt greife und dann die Kamera sich um das Produkt und meinen Arm dreht. Als erstes habe ich beim Timing darauf geachtet, dass das Greifen genau auf einen Beat fällt. Dazu habe ich noch ein bisschen mit den Retime Curves gearbeitet. Die findest du, wenn du mit Rechtsklick auf den Clip gehst, hier unter Retime Curve. Und ich habe nicht mit Retime Frame gearbeitet, sondern mit Retime Speed. In meinen Augen ist es damit ein bisschen einfacher, diese flüssigen Übergänge zwischen schnell und langsam hinzubekommen. Die Kurven habe ich dann so angepasst, dass das Greifen genau auf diesem Beat landet. Nachdem ich dann hier mit dem Timing zufrieden war, habe ich die zweite Einstellung reingeladen, nämlich das Greenscreen-Element, wo sich das Produkt um diese Achse dreht. Und auch hier habe ich wieder mit dem Retime Speed gearbeitet, damit ich eine möglichst flüssige Bewegung hinbekomme. Okay, mehr brauchte ich dann für die erste Einstellung nicht. Dann habe ich beide Clips markiert und mit Rechtsklick einen neuen Fusion-Clip draus gemacht. Und hier habe ich dann so 1, 2 Sachen gemacht. Okay, das sieht deutlich komplizierter aus, als es eigentlich ist. Vertrau mir. Fangen wir mal ganz einfach mit dem ersten Material an, nämlich die Hand, die von hinten nach dem Produkt greift. Das allererste, was gemacht werden musste, war das Bild erstmal umzudrehen. Dazu habe ich mir hier eine Transform-Node geholt und das Bild erstmal um 180 Grad gedreht. Als nächstes wollte ich den Effekt hervorheben, dass das Produkt näher an der Kamera startet und die Hand von weiter hinten nach dem Produkt greift. Deswegen habe ich den Clip am Anfang etwas klein skaliert und mit der Zeit größer gemacht. Den Verlauf dieser Skalierung habe ich etwas abgeflacht, indem ich hier auf Spline gegangen bin und hier bei Size diesen linearen Verlauf in eine Kurve umgewandelt habe, indem ich diesen Keyframe angeklickt habe, mit F daraus eine Kurve gemacht habe und dann noch diesen Ankerpunkt etwas angepasst habe, dass es etwas smoother aussieht. Dann ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, dass hier noch ein paar Elemente ausgeschnitten werden müssen, zum Beispiel das Glas hier oben bzw. überhaupt der Rand des Bildes. Das ist eigentlich das Einzige, was ich mit diesen Notes gemacht habe. Als allererstes habe ich mit einer sehr groben und sehr weichen Maske das meiste rausgeschnitten, was ich eigentlich nicht brauche. Dann habe ich mich hingesetzt und den oberen Teil des Bildes ausgeschnitten, also das Glas und den Rahmen des Hintergrundes. Und später hat sich noch herausgestellt, dass an dieser Stelle eine sichtbare Kante entsteht, weshalb ich hier noch eine Maske hinzugefügt habe, die das etwas weicher ausblendet. Da das ein bisschen merkwürdig aussah, habe ich hier dann noch einen Hintergrund hinzugefügt und einfach mit einer Merge-Note in den Hintergrund gepackt. Damit habe ich das meiste von dem hinteren Layer eigentlich fertig. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist, weil der Fokus am Anfang vorne auf dem Produkt liegt, dass der Hintergrund etwas verschwommen sein soll. Oder in anderen Worten, habe ich eine Blur-Note hinzugefügt, die am Anfang das Bild ein bisschen weich zeichnet. Als nächstes habe ich mich dann um das Produkt gekümmert, was vom Vordergrund auf die Hand zufliegt. Als erstes habe ich natürlich eine Transform-Note geholt, die in erster Linie das Produkt gerade
gerade dreht und kleiner skaliert. In einer zweiten Transform-Mode habe ich dann die Skalierung und Position angepasst, damit das Produkt noch stärker von der Kamera auskommt und nach hinten fliegt. Und auch hier habe ich wieder die lineare Bewegung und das Spline in eine Kurve verwandelt. In einer letzten Transform-Mode habe ich dann noch die allerletzten Anpassungen gemacht, damit die beiden Bluetooth-Lautsprecher wirklich exakt übereinander liegen. Also ein bisschen die Position und den Winkel angepasst. Theoretisch hätte ich hier schon beide Clips überblenden lassen können, aber weil ich beim Greifen den Lautsprecher ein bisschen bewegt habe, musste ich genau diese Bewegung noch einmal tracken. Dazu habe ich mir hier so eine Tracker-Note geholt und mit zwei Trackern zwei Stellen gesucht, die einen möglichst hohen Kontrast haben, damit ich die Position, Rotation und Skalierung tracken kann. Und ganz wichtig, ich habe nur den Bereich getrackt, wo ich wirklich gerade nach diesem Lautsprecher greife. Also davor und danach habe ich nichts getrackt, nur diesen einen Moment. Damit konnte ich dann das Material von dem einzelnen Lautsprecher hier in den Foreground packen und damit folgt der einzelne Lautsprecher diesen kleinen Bewegungen, die beim Greifen entstanden sind, was dem Ganzen so einen Realismus-Touch gibt. Als nächstes musste der Lautsprecher aus dem Vordergrund dann ganz langsam mit dem aus dem Hintergrund überblenden. Das kann man ganz easy hier in der Tracker-Note machen, indem man auf Settings geht und dann hier den Blend animiert. Also ein Keyframe an die Stelle machen, wo es mit dem Überblenden beginnen soll und dort, wo es zu Ende sein soll, dann einen weiteren Keyframe und Blend auf 0 ziehen. Du wirst aber, glaube ich, erkennen, dass dieses Überblenden noch nicht ganz optimal ist. Das erste, was auffällt, ist, dass der Lautsprecher im Vorder- und Hintergrund noch nicht genau übereinander passt. Es gibt so ein paar Stellen, die ein bisschen verschoben sind, so wie dieses Loch hier oder ganz besonders auch diese Kanten hier am Rand, die noch nicht genau übereinander passen. Und tatsächlich habe ich hier eine Menge ausprobiert, was absolut überhaupt nicht funktioniert hat, bis ich auf die Note Grid Warp gestoßen bin, mit der ich ein sehr gutes Ergebnis erzielen konnte. Ganz einfach zusammengefasst unterteilt diese Note das Bild in verschiedene Kacheln, die du mit einzelnen Ankerpunkten dann verzerren kannst. Als allererstes habe ich die Grid Size in X- und Y-Richtung erhöht, damit ich ein paar mehr Punkte habe, mit denen ich das Ganze anpassen kann. Dann bin ich auf den allerersten Frame zurückgegangen und habe hier ein Keyframe für die Mesh-Animation gemacht, weil ich das am Anfang unverzerrt haben möchte und erst später soll sich das verzerren, damit es genau übereinander passt. Wie du siehst, kann ich hier jetzt die Ankerpunkte verschieben, um so das Bild zu verzerren, damit die Details am Lautsprecher genau übereinander liegen. Und wie du siehst, macht das hier schon einen gewaltigen Unterschied. Das heißt, wir haben jetzt das eine Material, was fast perfekt in das andere überblendet. Nur, dass die Farben und Helligkeitswerte noch nicht ganz passen. Und dafür sind die ganzen Notes hier, die immer einen kleinen Teil des Bildes anpassen. Dazu habe ich mir als allererstes eine Curves-Note geholt, die in erster Linie die Helligkeitswerte anpasst. Als nächstes habe ich mir dann eine Color-Corrector-Note geholt, die den ganz leichten Sättigungsunterschied ausgleicht. Damit kam ich dem Ganzen schon sehr viel näher. Als nächstes ist mir dann aufgefallen, dass beim Produkt im Vordergrund hier ein sehr heller Spot ist, der nach außen hin sehr viel dunkler wird, was bei dem Produkt im Hintergrund deutlich neutraler ist. Daher habe ich mir noch eine Color Curves geholt, die durch ein Rectangle auf den Bereich fokussiert ist, der zu hell ist. Dann noch eine Color Curves für die Bereiche am Rand und eine letzte Color Curve, die den oberen Bereich noch ein bisschen mehr aufhält. Und wie du sehen kannst, kommt man dem Ganzen jetzt schon verdammt nah. Das Einzige, was sich dann noch angepasst hat, ist der innere Bereich, wo hier ein etwas stärkerer Schatten ist und hier ein etwas hellerer Spot. Etwas, was bei dem Produkt im Vordergrund etwas zu wenig ist. Daher exakt das gleiche hier nochmal, eine Color Curve für den rechten hellen Bereich und eine Color Curve für den dunklen linken Bereich. Und damit haben wir jetzt diese perfekte Überblendung zwischen den beiden Materialien geschafft. Das allerletzte, was ich in dieser Einstellung noch gemacht hatte, ist, dass ich mir eine Transform-Note geholt hatte, die genau in dem Moment, wo ich das greife, also passend zum Takt, einmal leicht nach hinten wippt und damit nochmal diese Überblendung etwas kaschiert. Ich weiß, das klang jetzt alles nach sehr, sehr viel, aber eigentlich sind das nur sehr, sehr basic Sachen, die ich aneinander gereiht habe. Und soll ich dir ein Geheimnis verraten? Mehr als 80% in dem Video habe ich genau mit diesen Tools gemacht. Hier zum Beispiel, wo ich das Produkt über den Finger tanzen lasse. Als erstes habe ich die Hand ausgeschnitten, damit ich einen sauberen Hintergrund benutzen kann. Mit einer Transform-Note dann angepasst, damit es mit dem Produkt zusammen funktioniert. Das Produkt mit einer Transform-Note dann auch animiert, in einer Merch-Note dann zusammengebracht und am Ende noch einen Hintergrund eingefügt. Ansonsten gibt es eigentlich nur noch zwei oder drei Besonderheiten, die ich in den anderen Einstellungen hinzugefügt habe. Zum einen habe ich natürlich noch unterschiedliche Farbvarianten in dem Produktvideo dargestellt, nämlich einmal in diesem hellblau und einmal im weiß. Du wirst nicht glauben, wie einfach das war. Denn dadurch, dass das komplette Produkt in dem gleichen Rotton ist, brauchte ich einfach nur eine Color Corrector Note und kann hier dann unter Hue den Farbwert einfach ändern. Wie du siehst, ist das super easy und ich hätte noch tausend andere Farben machen können. Und fast genauso einfach geht das auch mit Weiß, wo ich eigentlich hauptsächlich nur die Sättigung runterziehen muss und dann habe ich schon so ein schönes Grau. Und dann muss ich nur noch den Gamma anpassen, um das Produkt weiß zu haben. Exakt genauso hätte ich auch ein schwarzes Produkt machen können, indem ich den Gamma einfach ins Negative ziehe, um das Produkt noch dunkler zu machen. Wie du siehst, super easy. Eine weitere Kleinigkeit sind diese Kreise, die ich noch hinzugefügt habe, um den Impact des Produktes noch ein bisschen besser darstellen zu können. Und das ist auch wieder unglaublich simpel gewesen. Denn eigentlich brauchst du nur zwei Ellipse-Notes, die du hier findest, und animierst hier die Breite und Höhe. Die Keyframes passt du natürlich wieder an, dass es solche Kurven werden. Dann schneidest du den einen Kreis aus dem anderen aus, was du hier bei der Ellipse unter Paint Mode Subtract machen kannst. Das Ganze nutzt du dann hier als Effektmaske bei einem Background mit der Farbe deiner Wahl. Und zum Schluss muss dieser Ring dann nur noch in den Hintergrund von dem Produkt und meiner Hand. Da der Untergrund hier hauptsächlich weiß ist, konnte ich super easy mit einem Luma Key meine Hand und das Produkt ausschneiden und mit einer Merge-Note dann genau diesen Teil ausschneiden, indem ich unter Operator Held Out auswähle. Super
easy. Die allerletzte kleine Besonderheit, die ich manchmal noch hinzugefügt habe, ist so ein Aufleuchten von LEDs oder überhaupt von so einer Statusanzeige. Und du wirst nicht glauben, wie easy auch das war. Zuallererst habe ich mir hier eine Paintnote geholt und mit dem Polyline Stroke einen Kreis genau hier reingezeichnet. Dann habe ich hier bei den Brush Controls die Size und die Softness noch ein bisschen angepasst und so eine grüne Farbe ausgewählt. Damit dieser Ring am Anfang so offen ist und sich dann erst schließt, konnte ich hier unter Right On den Endpoint animieren. Das heißt, hier, wo der offen sein soll, den Endpoint auf 0 gesetzt und dort, wo es geschlossen sein sollte, den Endpoint auf 1 gesetzt. Weil mir das aber noch nicht so sehr nach einem Leuchten von LEDs aussieht, habe ich noch einen Glow hinzugefügt, den ich auch einmal so aufleuchten lasse. Das war eigentlich schon ganz gut, aber damit es noch mehr nach so leuchtenden LEDs aussieht, habe ich die Paint und die Glow Note einfach dupliziert und anstelle eines grünen Rings so einen weißen Ring gemacht. Der sorgt in meinen Augen dafür, dass es noch mehr nach so Leuchten aussieht. Auf exakt die gleiche Weise habe ich hier dieses Anmachsymbol noch zum Leuchten gebracht. Das war alles. Mehr habe ich nicht gemacht. Das sind die Basics, mit denen ich alles gemacht habe. Du kannst jede Einstellung einmal angucken und siehst genau, wo ich was genau wiederverwendet habe. Mit verschiedenen Farben, mit dem Kreis hier. Es wiederholt sich einfach alles. Und beim Color Grading ist es sehr, sehr ähnlich. Es gibt so einen groben Look, den ich erstellt habe und dann einfach nur bei den einzelnen Einstellungen nochmal angepasst habe. Und das sieht auch wieder deutlich komplizierter aus, als es eigentlich ist. Es ist sehr, sehr basic, was ich gemacht habe. Als allererstes habe ich das Rauschen ein bisschen rausgenommen, also mit Noise Reduction. Den kannst du hier finden und kannst dann den Spatial Threshold ein bisschen anpassen. Dieser ganze Bereich ist eigentlich nur dazu da, dass ich das flache RAW-Bild ein bisschen normaler aussehen lasse. Dafür gibt es 1000 verschiedene Möglichkeiten. Manche benutzen LUTs oder wechseln den Color Space. Ich mache das so, dass ich das Eingangssignal erstmal in zwei Nodes aufteile und dann in einen Layer Mixer wieder zusammenführe. Ganz wichtig ist, dass der Composite Mode hier auf Soft Light ist. Dadurch bekommen wir schon ein bisschen mehr Kontrast und Sättigung ins Bild. Um den Kontrast aber noch stärker zu machen, können wir hier auf die eine Node klicken und hier bei den Color Wheels den Lift ein bisschen runterziehen und den Gain ein bisschen hochdrehen. Dadurch sieht das ganze Bild nicht mehr so flach RAW-mäßig aus. Vielleicht siehst du schon bei diesem Bild hier oder zumindest bei diesen Scopes hier unten, dass der Hintergrund nicht ganz so weiß ist und das würde ich gerne nochmal anpassen. Dazu ist diese Node hier da, die im Qualifier hier einen Bereich auswählt, der möglichst entsättigt ist und möglichst hell ist, damit es eben nur diesen Hintergrund auswählt. Mit der Auswahl kann man dann den Gain hier ein bisschen hochschrauben und somit bekommt man einen schönen weißen Hintergrund. Dieser ganze nächste Bereich ist dazu da, dass das Produkt noch deutlich besser aussieht. Dazu wähle ich in der ersten Note mit dem Qualifier so gut es geht das Produkt aus. Hier füge ich dann bei den Color Wheels noch etwas Sättigung hinzu. Dann klicke ich auf die Note und kopiere mir das, was ich hier gemacht habe und füge eine neue Note hinzu und füge das hier ein. Der einzige Unterschied ist hier, dass ich den dunkleren Bereich des Produktes auswähle im Vergleich zu der vorherigen Note. Und was ich mache, ist, dass ich hier in den Color Wheels den Gamma deutlich reduziere, damit ich etwas mehr Kontrast auf dem Produkt selber bekomme. So ziemlich genau das Gegenteil mache ich mit der letzten Note hier unten. Füge den Inhalt hier wieder ein und in dem Qualifier wähle ich dieses Mal nur den hellsten Bereich im Vergleich zu der ersten Note aus. Dann kann ich hier in den Color Wheels den Gamma ein bisschen hochdrehen und bekomme so ein Highlight auf dem Produkt. Das Ganze wird dann in einen Parallel Mixer wieder zusammengeführt und damit habe ich das Produkt deutlich interessanter gemacht. Vorher, nachher, vorher, nachher. Also springt deutlich mehr ins Auge. In der nächsten Note sorge ich dann noch dafür, dass der Fokus noch ein bisschen stärker auf dem Produkt landet, indem ich das noch ein bisschen schärfer zeichne als den Rest. Dazu habe ich in der Note als allererstes so ein Window hinzugefügt und zwar so ein rundes. Dabei das Produkt ausgewählt und eine möglichst weiche Kante genommen, damit es schön ausläuft. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich hier in den Color Wheels die Midtone Details hochgesetzt habe und zusätzlich noch hier bei dem Blur-Tab den Radius ein bisschen reduziert habe, aber nur ganz leicht, damit das Ganze noch schärfer gezogen wird. Dadurch wird das ganze Produkt nochmal scharf gezeichnet, sodass der Fokus mehr auf dem Produkt ist und noch ein bisschen hochwertiger aussieht. Dann habe ich mit dieser Note noch eine Vignette hinzugefügt und nur den äußeren Bereich auswähle, indem ich hier die Auswahl einmal umkehre und darauf achte, dass außen eine wirklich weiche Kante ist, sodass es wieder möglichst clean ausfadet. Unter den Color Wheels habe ich hier den Gain dann ein bisschen reduziert und damit so eine ganz leichte Vignette erschaffen, die dabei hilft, noch mehr den Fokus in der Mitte des Bildes zu haben, also auf dem Produkt. Ganz zum Schluss mache ich dann immer gerne noch eine Note, die dafür sorgt, dass die dunkelsten und hellsten Bereiche im Bild entsättigt werden. Dazu gehe ich hier in die Curves, wähle Luminance vs. Saturation aus und setze mir so Punkte, dass eben der dunkelste Bereich abflacht und auch der hellste Bereich etwas abflacht. Hier in den Scopes sieht man ganz gut, dass es dabei hilft, die dunkelsten Bereiche noch ein bisschen cleaner hinzubekommen. Was ich jetzt ganz zum Schluss immer noch gerne mache, ist, dass ich auf die komplette Timeline nochmal einen Effekt setze, nämlich Film Grain. Dazu klickst du einfach hier auf Open Effects und unter Library suchst du dann nach Film. Und dann findest du hier auch schon Film Grain. Und so ein Film Grain hilft unglaublich dabei, das Bild wieder zusammenzuführen, nachdem man es vorher komplett auseinandergenommen hat. Also einmal in Fusion, die Animation und dann das Color Grading. Wenn du jetzt noch ein bisschen Stock Footage hinzuschneidest und das Ganze mit Sounddesign untermalst, dann sieht das Ganze so aus. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate, can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. That smile's, that smile's, that smile's, that smile's gonna be the end. Let's take each other out.
sehen möchtest, wie ich die ganzen Aufnahmen gemacht habe, dann schau dir auf jeden Fall dieses Video hier an. Alles in allem muss ich sagen, dass nachdem ich die Planung hier einmal fertig hatte, dass in der Umsetzung das ganze Projekt eigentlich relativ easy war. Das heißt, ja, auch du kannst das nachmachen. Und weil du das Video bis zum Schluss geguckt hast, habe ich noch eine ganz kleine Überraschung für dich. Bist du bereit?